Willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect. Und wir haben letztens die Gev-Jagd begonnen und nun beenden wir sie mal. Also wir sind bei Antibar letztens stehen geblieben und wenn wir mal sehen, was jetzt noch für Gev-Basen gibt. Also eintretisch müssten noch zwei geben. Und wo wollen wir denn hin? Nach Hong. Nach Hongkong. So, gucken wir mal nach, wo man landen kann. Was? Trigio. Oh mein Gott. Was für ein Name. Trigio. So, das nächste ist, was? Teshaka. So. Mata. Mata. Was für ein Name. Auf Kaspin kann man landen. Gut. Fumal. Was? Erdreduzieren 0,5 Jahre. Ah ja, Tageslänge 47 Stunden. Oh. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man da leben würde. Wie spät ist es denn? Ach, 45 ist es. 45 Uhr ist es. So, wir nehmen Rex. Und Tali mit. Ich glaube, dieser Planet ist leicht gefährlich. Ach, ich glaube das. Ob stimmt, das ist die zweite Frage. So, die Karte. Also Anomalie, GF Außenpost. Gehen wir zu Anomalie erstmal hin. Dann zum. Ja, dann gehen wir zum. Ja, zu der Anomalie hin. Und dann gucken wir mal nach dem letzten Planeten um und dann, ja, dann. Ich hoffe, wir finden bei den Leuten von denen. Wir gehen dann nämlich wahrscheinlich dann zurück zur Citadel. Eventuell in diesem Part oder nächsten Part. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Schaffte, ja, das geschafft. Oh, kein Eidisch. Wow, wow. Ein Sender. War das sehr einfach gewesen, also ehrlich. iTech. Okay, iTech ist immer noch dran. Ah, ich wollte nur informieren, sobald das nächste Games of Gold Spiel draußen ist, was Benjamin Kazooie ist, wird Mass Effect nur einmal pro Woche erscheinen. Aber dafür werden die Parts dann 30 Minuten lang werden. Oder noch länger. Muss ich mal schauen, wie es wird. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, dass es halt mehr länger wird. Dass er halt nicht länger wird, sondern dass es am Montag dann erscheinen wird. Und am Freitag wird das Game zu Gott rauskommen. Also. Die nächste Woche ist das letzte Mal, wo es das erscheinen wird und nur noch den 15. jeden Montag noch und dann ja. Werden wir ja sehen, was kommt. Es so wird. Davon erwarten uns der Gegner. Thank you.
ist beschädigt. Hülle ist beschädigt. Wir wurden getroffen. Stehen unter Beschuss. Wir wurden getroffen. War das knapp? Das war schweineknapp. So. Gut, den Marco reparieren wir gleich mal. Mann, ey, ehrlich, das ist schon krass. Was die für einen Schaden gemacht haben. Oh, Squad. Das heißt, genervt. Erweiterte Überlastung. Schwere Panzerung. Und sie hat nicht gelernt. Ausrüstung. Nee. Diesmal werden wir nicht so Universalsiegeln umbauen, sondern ein paar Credits machen mit mal ein paar Ausrüstung kaufen kann, eine verbesserte Pistole, weil ich will definitiv die stärkste Pistole haben und ja, überhitzt sehr leicht, aber die ist auch stark und unfair. Bäh. Kennen ja auch einen starken Waffen. Leichte Überhitzung und dann ja. Gott, wo komm? Okay, der geht aus dem Posten, ist markiert. Gut. Haben wir noch einen Rad gefunden? Ach, wir reparieren noch einmal vorsichtig halber. Dass unser Schild wieder repariert wird. So. Der Witz ist, man kann trotzdem sehen, wo der Außenposten ist. Ich habe aufs kurze Karte jetzt halt gegangen. Ja. Genau, das ist es. Wir können uns treffen, aber ich kann die nicht treffen. Thank you.
aber gut. Down sind sie. Und müssen wieder reparieren. Und dass ich wieder so ein Metall vorkomme. War doch noch ein GF-Außenposten, müssen wir noch erledigen. Na dann war's das. Dann bist du nach so der Easy-Mission fertig. Ja, Hugo an. Seid ihr das Element gefunden? Und zurück zur Normandy. Weg von Caspian und jetzt nach Bamishi. Pegel kann man erkunden. Trojanische Siegen hier gefunden. Gut. Almos. Lass mich ran, hier Kommandanten. Ja. Oh, krass. Allergrößte rote. Also der Planet ist richtig nah dran. So noch dran hätte ich nicht gedacht. Karte, guck ich gleich nach. Genau, gehen wir erstmal hier hin. Zu Alumni hin. Ja, ich fand das rückwärts. Also, wie gesagt, die Kanone bestimmt, ja. Die Kanone bestimmt, wo es lang geht. Es ist aber ehrlich so. Die Kanone bestimmt alles. Alles im Leben. So, hier ist das Portal herholen. Geben Sie mir Deckung. Wow, so schwer. Turium. Was macht er mit ihr? Was macht er denn? Das gibt's doch neue Fähigkeit. Stase. Und alle Level 19.
kleinen Schädel. So, jetzt gehen wir zum G-Außenposten. Den letzten, danach war es das. Ich werde versuchen, alle Mass Effect-Teile hintereinander durchzuspielen. Also Mass Effect 1, wie soll man das weiterschreiben? Dann erst mal eine kleine Pause, bis ich schon Mass Effect 2 habe. Und danach von Mass Effect 2 zu Mass Effect 3, damit wir wenigstens die gesamte Serie durchhaben. Das ist der Plan. Und dann muss ich mal schauen, wie es wird. Sichern den Punkt. Weil das ist also, das ist das geniale Mass Effect. Also bei der Serie ist es so gemein, also wenn man die Entscheidung auf dem ersten Teil, zum Beispiel, keine Ahnung, man lässt diese Person frei und rettet dafür den anderen, oder wie soll den bringt man um? Den beim zweiten Teil gibt es ja nicht mehr. Also so wie man sich entscheidet, dreht und wendet, man muss selber seine, man muss selber sich entscheiden. Was auch ein Metall vorkommt. Ja. Okay, der erste ist down, das erste Geschütz. Das Metall holen wir uns auf dem Rückweg ab. Genau, so machen wir das auch. Kann uns das gerade sein? Aber doch. Einer dieser Außenposten die Hauptoperationsbasis für diese Invasion ist. Augenblick, wir empfangen eine Art Übertragung. Angesichts der Signalstärke würde ich sagen, dass sie aus diesem Sternencluster kommt. Die Hauptbasis der Geht. Lokalisieren Sie Ihre Position mit Hilfe des Signals. Dann vernichten wir Sie. Die Hauptbasis der Geht. Lokalisieren Sie Ihre Position mit Hilfe des Signals.
dann vernichten wir sie. So, ja, wie gesagt, eine kleine Überraschung. Überraschung. Man hat nämlich noch einen Ort, wo man noch holen müssen. Wo man die G vernichten müssen. So, und das machen wir natürlich noch. Herauszoomen. Wo ist denn das? Ach, hier haben wir es doch. Brenda. So. Notterbahn. Zerux. Lass mich schauen, hier kann man landen. Nee, Bender. Ach genau, irgendwo hier hat er das Schiff immer versteckt. Wir machen uns zur Ruine. Genau, hier haben wir es. Da haben wir schon mal das. Nee, hier ist nicht gewesen. Ah, hier haben wir es doch. Ziemlich klein. Und töten, erledigen wir diese G-Basis. Ja, dann haben sie nichts mehr zu lachen. Gefahrenstufe 1. Genau, jetzt kommt das. Das ist jetzt. Gehen wir erstmal hier hin. So, Olo Mandy. Ja, das ist wirklich so empfehlenswert. Erst die Nebenmission zu machen und dann. Ja, sorgen wir fertig das erledigen. Weil sonst fehlt euch bei manchen Missionen die Erfahrungspunkte und dann habt ihr Pech. Dann seid ihr eventuell zu schwach oder habt ihr nicht die richtige Fähigkeit oder ihr könnt nicht stecken. Wow. Ah, ich sehe schon, da. Ja, jetzt müssen wir ziemlich bleiben. Verstanden. Asari-Kapsel. Karte, dann gehen wir erstmal zum Ziel hin. Und die Trümmer, die kann man leider nicht sperren, weil, wie gesagt, allgemein zu wenig ist Technik mehr. So. Und da müssen wir halt die Klasse, richtige Klasse auswählen, die man halt braucht und haben will. Ich mag halt diese Klasse, weil, ja, die hat immer biotische Fähigkeiten und, ja, sieht's ja. Und Technik begeistert zugleich. Dass ich da wenigstens irgendwas hacken kann. Da haben wir schon die Basis.
weiß ich schon gar nicht. Ah, trifft uns. Ah, ja. Jetzt rein erstmal zur Türsteuerung und dann. Ich bin dran. Schaut ziemlich leer aus hier. Garten laden wir mal runter. So. Upgrade Kit. Gut. Aber es lebt noch einer. Der ist oben. So, lassen wir gleich ein bisschen heilen und dann. Das war's jetzt zum Glück mit dem Geld. Ich glaube, ja. Sie können nichts mehr tun. Nichts mehr tun, die geht. So, wollen wir mal zurückgehen? Zur Normandy. Eine Nachricht von Admiral Hackett, Commander. Ich stelle durch. Wir haben eben Ihren Bericht erhalten. Offenbar waren diese Geth-Aktivitäten doch größer als erwartet. Möglicherweise haben Sie sogar eine Großoffensive in diesem System vorbereitet. Wir werden jetzt vermehrt Patrouillen im Armstrong-Cluster fliegen, damit Sie sich hier nicht erneut festsetzen können. Gut gemacht, Shepard. Sie haben bei dieser Mission das Leben vieler Menschen gerettet. Hackett, Ende. Genau. Jetzt haben wir denen geholfen, jetzt gehen wir schnell aus dem Laden hinunter. Erstmal schauen wir mal nach und Aufrüstung, was wir so alles haben. Nee. Erstmal Laden reingehen, wenn ich dann unten das Zeug alles verkauft habe, dann werde ich diesen Part beenden und dann. Warten wir mal, was zu kommen wird. Was erscheinen wird. Ein paar Dinge. Ja. Brauchen Sie Vorräte?
Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Das ist die Pistole, die ich meinte. Die hat so einen Schaden. Granaten-Upgrade kann man gleich mit leisten. Ja, und ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und gebt einen Daumen nach oben, könnt einen Daumen nach oben geben. Und bis zum nächsten Mal. Euer Judak 008.